René. Also, wir hatten ja schon am Anfang der Versammlung schon das Thema Kompaktverbot und dass das Verbot von dem Magazin Kompakt aufgehoben wurde. Und dann hatte ich relativ spontan wieder die Idee, es gibt ein sehr bekanntes Widerstandslied und es wurde auch mal verboten. Die Gedanken sind frei. Als Protestlied wurde nach der 48er Revolution verboten. Heute ist es wieder erlaubt und ich wollte die erste Strophe dazu singen und danach habe ich noch drei neue Strophen dazu zu dem Thema Pressefreiheit. Bei der ersten Strophe könnt ihr sehr gerne mitsingen. Dankeschön. Ich hoffe, es klappt von der Lautstärke meiner Stimme. Wenn nicht, wenn ich zu laut bin, gebt mir bitte ein Zeichen, haltet euch die Ohren zu. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger schießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Kommt die Wahrheit ans Licht oder gar in die Presse gefiltert? Entschuldigung, kommt die Wahrheit ans Licht oder gar in die Presse gefiltert? Das Täter nicht, ist nicht ihr Interesse. Manchen Autokraten die Macht mit Lobby wird recht zum Kuckuck sein. Entschuldigung, ich bin heute sehr aufgeregt und schlecht vorbereitet. Kurzen Applaus mal für Claudia, bitte. Entschuldigung. Manchen Autokraten, die Macht mit zu loben, wird recht zum Kuckuck sei. Unsere Presse bleibt frei, wird recht zum Kuckuck sei. Unsere Presse bleibt frei. Unsere Presse bleibt frei, weil wir uns tun wehren. Kommt alle herbei, das Grundgesetz ehren. Frei reden und schreiben, statt zensiert und bleiben. Es bleibe dabei. Unsere Presse bleibt frei, es bleibe dabei. Unsere Presse bleibt frei. Letzte Strophe. Unsere Presse bleibt frei aus verschiedenen Quellen.